Ausstellungsverbot im Tirol und Probleme beim Schweizer Zoo. Die Ausstellung Intensivstation vom österreichischen Fotograf Lois Hechenbleichner provoziert. Mit seinen Bildern deckt er die hässliche Seite des blühenden Tourismus in den Alpenregionen auf. Dreck, ausdiente Skiausrüstungen, alles Sachen, die er so gefunden und abgelichtet hat. Echte Momentaufnahmen, die so gar nicht ins idyllische Bild passen wollen, das die Tourismusbranche verkauft. Die polarisierende Ausstellung läuft seit heute im Alpinen Museum zu Bern. Per Buzzer öffnet der Besuchertor zur Ausstellung Intensivstationen. Zuerst wird einem ein riesiger Berg von kaputter Skiausrüstung präsentiert. Für die Ausstellung hat der Lois Hechenbleichner in einer Wintersaison rund 5 Tonnen Material gesammelt, das in den Skigebieten geblieben liegen. Die wurden auch übrigens 8 Stunden an der Grenze festgehalten, am Grenzübergang von Liechtenstein her, weil man geglaubt hat, es ist ein illegaler Müllexport. Auch ein spannendes Thema, habe ich den Schweizer Zoll von einer speziellen Seite her kennenlernen dürfen. Der Lois Hechenbleichner zeigt Bilder, die die meisten nicht sehen, weil sie die nicht wollen sehen. Die dunkle Seite des Bergtourismus sozusagen. Auf der einen Seite wird in der Ausstellung der konsumierende Gast kritisiert. Gleichzeitig bekommen auch die ihr Fett weg, das die Touristen anlocken. Gerade die sind von der Arbeit von Lois Hechenbleichner nicht begeistert und haben ihm das in der Vergangenheit schon deutlich zu spüren gegeben. Das hat aber nur damit zu tun, dass ich etwas sehe, dass ich ein Thema in einer aphoristischen Bildsprache zur Sprache gebracht habe, was viele Männer der Wirtschaft, sage ich jetzt mal, in ihrem täglichen Tun in die Verdrängung verschieben. Ich mache es sichtbar und bei mir sind schon Ausstellungen verboten worden, wie im Zillertal, wo der Bürgermeister und der Tourismusobmann mir dann das Europahaus entzogen haben. Da habe ich gesehen, dass ich eine sehr, sehr heiße Geschichte angreife. Eine Geschichte, die Beat Hechler sofort fasziniert hat. Der Direktor des Alpinen Museums ist überzeugt, dass Besucherinnen und Besucher ins Grübeln kommen. Das ist eine riesige Maschinerie, die eigentlich muss in Gang gesetzt werden, die ich als Tourist vielleicht so gar nicht kenne. Und seine Bilder zwingen einem, eigentlich mal dort herzuschauen und sich auch eine Meinung zu bilden, ist das alles der Wert? Wie viel, wie weit will man gehen? Wie hoch darf der Preis sein für das, was man nachher konsumiert? Wer Skiferien von einer anderen Perspektive erleben will, hier ein kleiner Tipp. Morgen Samstag um 3 Uhr am Nachmittag führt der Fotograf Lois Hechenbleichner die Besucher persönlich durch die Ausstellung.